Barisov has it wrong. Ja, natürlich ist das Demichev. Der will uns die ganze Zeit diese kleinen Dinge hier einflüstern. Oh nein. Wow, die Kiste ist einfach verschwunden. Ich hab's doch gesagt, das passiert immer. Aber hier ist eine neue Kiste. Cool. Was machst du denn? Ernsthaft, jetzt sind überall diese komischen Dinger. Hä? Oh, auch gut. Das kann ich mir jetzt immer wieder schnappen. Das ist schon lecker. Komm, pfeif auf die Kiste, die verschwindet sowieso gleich. Oh nö. Passen Sie auf. Bitte. She's going to die. Sie wird sterben. Ja, soll ich jetzt nicht vertrauen oder soll ich um sie trauern? Also ich meine, entscheide dich mal, Demichev. Du kannst dir nicht vertrauen. Sie wird sterben. Keine Technologie. Ein bisschen Heilung wäre bald mal wieder ganz cool. Alter. Ist das genial hier. Na, du Schmanteli. Was? It's still not fixed. Es ist immer noch nicht repariert. Oh, ein Seeker? Oh! Was? Schon wieder? Eine Zeitverschiebung. Запомните, на корабле введен строжайший карантин. Такому мое вице, проверяйте документы, проверяйте досконально. А если никаких есть... Jetzt kann ich ihn benutzen, aber eben war es ein bisschen unnötig. Oh, das ist ja... Der ist ja schon, ne? Bam! Kein Gesicht, kein Schokokuchen. Die Erweiterung von keine Arme, keine Kekse. Wie lang das Teil geht, ist super gut. Oh, da oben sehe ich auch noch was Hübsches, seht mal. Watz, 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 watz. Geht gar nicht. Doch, muss ich doch abschießen können, oder? Aber ich kann es halt veraltern. Ich hab dich. Du weißt es nur noch nicht. Der langsame Todesengel. Oh, ich glaube, der ging daneben. Niu, 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 niu. Ob war. Okay, das Geländer ist komisch. Wieder lebt immer noch? Jetzt aber. Das ist witzig, aber irgendwie reißt es mich gerade so ein bisschen raus, oder?
Also euch vielleicht auch, die ganze Zeit dieses langsame Bliririririr. Ah, ja. Man kann es doch auch nicht beschleunigen. Flieg jetzt einfach mal hier durch. Ich höre da die ganze Zeit einen quatschen. Nö. Aha. Der war gut. Ich glaube, das waren sie jetzt alle. Wart ihr das alle? Sag mal, wenn es nicht so ist, bitte. Ah. Habe ich denn schon wieder genug? Ja gut, 600 habe ich. Ja, reicht nicht. Außer die Munition, aber die will ich ja nicht großartig upgraden erstmal. Ja, ja, ja. Wieder ein Seeker? Ach ja. Sag ja nicht nein, ne? Aber... irgendwie ist es halt doch schon ein bisschen öde mit der Zeit. Oh ja. Aber was löst das... oder wer löst das immer aus, besser gesagt? Wer macht diese... wer macht diese Zeitverschiebungen die ganze Zeit? Überleg mal, wie die damals schon so eine Knarre wie den Seeker hatten. Das ist ja... ist ja ein Spaziergang dann. Wie er sagte, Barisov. Die haben ja... die ganze Welt im Sturm erobert. In einem halben Jahr war die ganze Weltherrschaft den Russen. Ja. Lenin, the Superstar. Lenin, Superstar. Ach, hierhin. Oh. Mal wieder. Nein, ich will das noch. Ach, Kacke. Oh, kann ich. Renko. Ich hoffe, Sie sind okay. Ich habe Ihr Signal einige Sekunden verloren. Ich konnte Dr. Barisov kontaktieren. Captain Renko muss eine weitere Anomalie durchlaufen haben. Wahrscheinlich wegen der E-99-Bombe. Die Versenkung im Hafen könnte die Bombe instabil gemacht haben. Der Frachter liegt also auf dem Grund des Hafens. Wie ist der Plan? Einfach. Renko kann das ZMG benutzen. Captain, im Dock gibt es eine beschädigte Verstärkungsplattform. Reparieren Sie die Energiezellen darunter, dann können Sie die Pearl heben. Mhm. Die Verstärkungsplattform. Hier noch? Oh, guck mal, da haben sie echt noch was versteckt. In der Zukunft. Da mache ich doch gerne. Wobei ich immer noch nicht so ganz weiß, was ich von all dem hier halten soll. Ist vielleicht doch... oh, da geht's gar nicht weiter. Ist vielleicht doch gar nicht alles so freundlich, wie es scheint. Mit uns. Oh, ZMG-Entwurf. Verband, Erste-Hilfe-Päckchen halten sie schneller, wenn nicht im Sprint. Oh, das ist natürlich super, weil die sind echt lahm, finde ich auch. Ich meine, ich krieg Schaden, heil mich, krieg Schaden, heil mich und es geht da die ganze Zeit so weiter. Bin ich ein bisschen doof? Aber jetzt kann ich nicht mehr an das Teil, ich kann nicht mehr an den Kran. Warum? Schade. Habe ich was verpasst wieder. Und den Zettel natürlich noch. Vorarbeiteraufzeichnungen, 20. November 1954. Das dritte Schiff in 2 Wochen ist angekommen. Es ist verblüffend, wie viel nach Katorga 12 gebracht wird und wie schnell alles geht. Aber ich weiß nicht, wie lange wir noch so weitermachen können. Die Arbeiter sind müde. Früher oder später wird es einen Unfall geben. Und hier, don't trust me. Aha. Technologiefreak, wenn sie Munition aufnehmen, wird auch ZMG-Energie gewonnen. Oh, das ist... das ist natürlich super gut. Oh, warte mal. Jetzt kommt es mit dem... oh, gut, dass ich das Tauchen schon hab. Das länger unter Wasser bleiben. Oha. Das ist ja echt viel länger. Kann ich immer... oh, au! Kann ich immer noch Telekinese benutzen?
Hm. Das fehlt hier wohl, ha? Huh? Aber wo? Hier. Da. Heben Sie die Pearl. Ich weiß irgendwie bei diesen Dingern hier, dass ich die ersetzen musste, aber... Ja. Was ist denn bitte alles? Diese ganzen komischen Leitungen ohne offensichtlichen Nutzen irgendwie. Kann ich jetzt doch den Kran benutzen? Ja. Wir dürfen doch nicht vergessen, dass hier vorhin noch ein Heli war. Ich meine... Das ist immer noch ein bisschen gefährlich. Ach, warte mal, hier war ich ja auch noch nicht oben. Jetzt kann ich wieder das Teil benutzen, glaube ich, die Maschine. Schönchen. Verband, genau. Oh, 2,5 kostet das. Wenn sie Munition aufnehmen, ja, 2000, oh Mann. 3000 für Energie, für Lebensenergie. Einfach die Sprintdauer, Sanitäter, ja. Ist alles ein bisschen viel. Habe ich leider noch nichts. Okidoki. Schwede. Das ist mal geil, das Teil. Ah, Sie haben es geschafft, Captain. Sie haben den Frachter gehoben. Wir sehen es von hier aus. Catherine und ich sind unterwegs zu den Docks, aber warten Sie nicht auf uns. Sie finden die Bombe im Lagerraum unter Deck. Beeilung, Renko. Oh. Das Heben des Frachters hat wohl Damages Aufmerksamkeit erregt. Ich höre Helikopter in Ihrer Richtung fliegen. Ich sehe sie sogar. Ah, ja genau, das kann ich mit den Kränen hier, mit den Haken machen. Voll gut. Captain, ich muss Sie warnen, dass der ZNG-Effekt an so großen Objekten wie dem Frachter nicht lange anhalten wird. Er wird wieder sinken. Oh. Sie müssen die Bombe so schnell es geht wieder vom Schiff. Puh, ey. Ja, cool. Komm mal. Ach, der war die ganze Zeit nicht da. Warte, da abschätzen, ich komm gleich. Ist jetzt wieder so wirklich eine zeitlich... Ugh. Was sind das für Muschel? Die sind ja alle super mutiert durch das E99. Das ist wieder jetzt so eine zeitlich basierte Sache und sagt keiner was, oder? Also wie lange es genau noch geht? Hallo? Oh mein Gott! Nee, so wenig. Probiert jetzt die Tür auf, bitte. Wartet da jemand auf mich? Kacke! Silent Hill! Renko, wir sind beim Dock, aber Demichevs Männer sind überall. Helikopter laden Soldaten beim Frachter ab. Seien Sie auf der Hut! Yo! Was? He sunk it! All those people dead. Er hat es versenkt. Alle diese Menschen tot. Boah, das geht echt schnell mit dem Schiff. Scheibenkleister. Mit welchem Arm habe ich das jetzt gerade aufgemacht? Boah. Alter, ich will da hochklettern. Oh, der Heli. Ich will da hochklettern. Scheiße. Mayday, Mayday. Hier ist die Tür. Es gab eine Explosion. Hier
Ja, das Schiff fällt, aber wir haben noch Zeit, uns das Ding anzuhören. Persönliche Aufzeichnungen, 22. November 1955. Wir haben etwas in Besitz genommen, das Dr. Demichev E99-Bombe nennt. Ich würde mich mit dem Ding an Bord nicht wollen. Es ist ungeprüft, noch nicht getestet. Die Bombe ist gefährlich. Ich habe meine Offiziere angewiesen, niemanden in die hintere Ladezone zu lassen. Hoffentlich haben wir bei der Rückreise ruhig gesehen. Hört sich an wie ein Schweizer. 55. 55. Oder? Ich weiß nicht. Ist ja auch gewuscht. Oh. Sehr gut. Oh, ist das schon wieder. Oh, ein Detex-Werfer? Was bitte, was? Ein Detex-Werfer! Drücke Sie Maus 1, um Standard-HE-Granaten zu werfen und Maus 2, um eine steuerbare Granate zu werfen. Mit WASD kann ich die steuern. Was zum Geier? Das ist ja geil. Okay, Mehrzweckwerfer, der intelligente Munition feuert. Standard- und funkgesteuerte Granaten haben einen großen Schadensradius. Geil. Okay, mal sehen, wie das so ist. Gregor hat mir gesagt, dass wir auf Anordnung des Kapitäns nicht in die hintere Ladezone gehen sollen. Wir haben einen neuen Bombentyp an Bord genommen, der nach Moskau soll. Ich frage mich, wie die Bombe aussieht. Wie deine Mutter. Oh. Wie deine Mutter. Da ist doch... Ich muss diese Tür aufbekommen. Aber unbedingt. Ah, warte mal, seht ihr das? Ah, wie gut, ich kann sie noch springen lassen, die Bombe. Oh, wie geil ist das denn bitte? Was? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben heute bei einem Routinetauchgang einen sehr interessanten Organismus entdeckt. Die Kreatur ist ein einzigartiger Räuber, der auf dem Kopf seiner Beule landet. Was? Um sich zu ernähren und fortzupflanzen. Ja. Hört sich an wie ein Headcrab. Mannschaftsmitglieder, die von der Kreatur angegriffen wurden, zeigen ein sonderbares Benehmen. Sie kauern sich in Embryonalstellung zusammen und rollen auf dem Deck herum. Wir werden diese Kreatur weiter untersuchen. S.A. Mother, my brain hurts. Mutter, mein Hirn schmerzt. Naja, kann ja eigentlich nicht sein, weil das Hirn ist das einzige Organ, das keinen Schmerz empfindet, sondern nur sendet. Aber, beziehungsweise den Schmerz halt fühlen lässt quasi. Soll ich das verbessern? Nee. Ich mach lieber das Ding hier besser. Die Valkyrie ist halt echt die beste Waffe. Schaden oder Nachladung? Nachladung. Steigert den Schaden. Mach ich das mal. Nachladungsgeschwindigkeit. Das Teil ist irgendwie ganz witzig hier. Mal sehen. Mal ein bisschen ausprobieren. Alles klar. Was aber ziemlich unpraktisch ist, weil ich kann mich in der Zeit ja auch nicht bewegen. Ich muss da nur die Mine bewegen, hä? Bisschen ungeil. Na, mal gucken, wie es so funktioniert. Du warst schon tot. Hast du so getan, als ob nicht. Hui! Mine für euch! Mein Minchen. Die ist so süß und... Süß und knuddelig. Oh oh. Okay, das ist praktisch. Also theoretisch ist es richtig gut. Praktisch für mich jetzt nicht so geeignet.
für meinen Stil. Also einfach drauf und alles niederballern ist nicht so. Oh nein! Wenn man um die Ecke irgendwie spähen könnte oder so, weißt du? Wilowuschka! Wait! Na, die folgt, nee. Nicht da hoch? Nee, auch nicht. Das ist alles so. Geht nicht. Oh, das frisst sich hier überall durch schon, der Rost. Wie er verbrennt, alter Schwede. Aha. Also, da ist doch irgendwas, bestimmt. Hilfe! Ich ertrinke! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Okay, soll ich? Oh, fu. Das ist nicht gut. Alles klar. Nee. So. Da würde ich sagen, Nachladezeit, hä? Ja, sorry, aber das ist halt echt die beste Waffe im Spiel. Viel Schaden, Feuergeschwindigkeit. Man findet immer Munition dafür. Weil. Komm, Kapitän, Sie werden hiermit angewiesen, sich von der hinteren Ladezone fernzuhalten. Wir haben gefährliches Militärmaterial an Bord genommen und wollen nicht, dass jemand es in Gefahr bringt. Ja, nicht umgekehrt. Auserwählte Matrosen werden die Anweisung erhalten, die Sicherheit des Objekts dreimal täglich oder wann immer ich es für erforderlich halte, zu überprüfen. Für unser Vaterland. Ja, Panzer. Fregatte erlitten einen Projektilschaden. Oh ja. Nein! Oh, du Kotzvieh. Oh, da ist ja noch Money. Mhm, du siehst nicht gut aus, Kumpel. Nee, ich muss immer noch so kleinen Schriftstücken Ausschau halten. Das ist nämlich immer eine neue Formel. Das ist sehr, sehr cool. Auch wenn ich mir eh nichts leisten kann gerade. Aber haben und nicht haben, ne? Meine liebste Anja, wir sind gerade dabei, Katorga zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen zu verlassen. Noch zwei weitere Fahrten, dann habe ich Heimaturlaub. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen und dir alles über die Insel zu erzählen. Es ist unglaublich, was sie hier machen. In Liebe, Timur. Das kannst du mal knicken, also selbst wenn du es geschafft hättest. Wir hätten mir niemals erlaubt, das weiterzuerzählen, was hier passiert. Niemals. Oh Gott, dieses... ekelhafte Gelashs hier irgendwo. Warum sind denn die... Guck mal, wie weit die unter der Decke nur sind. Also ich wollte nicht schlafen, direkt mit der Decke vor der Nase. Beziehungsweise könnte ich nicht. Ah! Gib doch mal bitte ein bisschen schneller, du Drama Queen. Oh Gott! Cthulhus Schlafzimmer. Was ist da zu manipulieren? Oh, ja. Ich hab Zeit, ne? Der Behälter, der E99-Bombe würde leuchten. Als musste ich hier das ansetzen. Er hat die Wahrheit gesagt.
öffnet den Behälter und gibt ein seltsames oranges Leuchten. Ich habe sofort Dr. Lenin-Chef kontaktiert und der meinte, kein Grund zur Sorge, das wäre nur die Innenseite des Behälters. Er meinte, der Transport sei absolut gefahrlos. Ich bin da nicht so sicher, aber wir legen morgen ab. Ich muss den Zeitplan einhalten. Das ist der G-Man. Das ist er auch wieder. Der G-Man, Leute. Aus Half-Life.